Heute ein Video der Rubrik Mieter aus der Hölle. Ich wurde als Immobilieninvestor und Vermieter hier in den USA von einem meiner eigenen Mieter, der übrigens drogenabhängig ist, mehrfach bedroht, beschimpft und am Ende auch bestohlen. Die ganze Story in diesem Video. Let's get into it. Hey Lukas Show, mein Name ist Lukas, ich bin Immobilieninvestor hier an der Ostküste der USA im Großraum Philadelphia. Gemeinsam mit Partnern finden wir hier renovierungsbedürftige Ein- und Mehrfamilienhäuser und renovieren natürlich in die. Das heißt, wir investieren und stellen häufig fest, dass die Häuser, nicht nur die Häuser und ihre Bausubstanz von den Eigentümern vernachlässigt wurden, sondern auch die Mieter und die Mietverhältnisse eben. Und das einfach oft ein Grund ist, warum die Leute auch verkaufen. Und wir kaufen eben diese Häuser und kriegen damit natürlich eine spezielle Klientel. Die Story in diesem Video heute hätten die besten RTL 2 Soap-Autoren nicht besser schreiben können. Hier ging es um Betrug, Bedrohung, Lügen, Drogen, Straftaten aller Art, you name it. Also alles dabei. Das ganze Programm. Aber hier hätte die Story eigentlich auch vorbei sein können. Ist sie aber nicht. Wie der gesamte Räumungsprozess ablief, das habe ich dir in einem separaten Video zusammengestellt. Den Link dazu findest du jetzt hier oben, aber natürlich auch in der Beschreibung dieses Videos. Deal-Rückblick. Der Deal war ein Zwei-Familienhaus, sozusagen vor den Toren der Stadt Philadelphia. Wirklich im Flughafen Nähe, man hört nichts, aber man ist in 10 Minuten am Flughafen. Das Haus bekam den Projektnamen Bloody Mary und wie sich jetzt im Endeffekt rausstellt, war das die richtige Wahl. Der Weg zum Kauf, der Kauf selbst und die Nachwehen sozusagen waren sehr blutig. Also die Geschichte war, Bloody Mary hat den Namen Bloody Mary einfach verdient. Wie die Faust aufs Auge. Bei der ersten Besichtigung des Hauses war der Mieter natürlich zu Hause. Wo soll er auch sonst sein, weil er arbeitet ja nicht. Hartz IV und der Tag gehört dir. Gibt's das auch in den USA? Ja, das gibt's auch hier. Da gibt's verschiedene Programme. Es gibt Section 8, nennt sich das. Da subventioniert der Staat die Miete. Es gibt Social Security Checks für Veteranen oder Verletzte. Also es gibt eine Menge soziale Programme, die sich eben um solche Leute kümmern. Und ja, er hat seine Miete vom Amt bzw. vom Staat bekommen. Nicht der Vermieter direkt, sondern er. Und er hat das dann je nachdem weiter bezahlt. Die Maklerin meinte damals bei der ersten Besichtigung dieser Wohnung und ja, der Zusammenkunft mit diesem Mieter, Lukas, pass auf, der macht Probleme, das wird aufregend mit dem. Mein Hausgutachter meinte, Lukas, du weißt schon, dass du mit diesem Haus die Probleme mit diesem Mieter mitkaufst. Das ist dir schon bewusst, oder? Ja, und last but not least auch der städtische Inspektor, der hat gemeint, Lukas, wie sage ich es dir, off the records, also inoffiziell, dein Mieter, der ist ein Addict, also der ist ein Drogenabhängiger mindestens. Das nenne ich mal fantastisches Feedback. Die Nummer ziehen wir durch, wir haben das Haus gekauft. Der vorhergehende Eigentümer, der hat das Haus natürlich verkauft, weil er wohl mit den Mietern nicht klarkam. Also er hat, wenn ich die Unterlagen richtig interpretiert habe, das Haus damals gekauft und dieser Mieter, ja, der war auch schon damals drin. Das heißt, der Eigentümer hat das Haus 6 Jahre gehabt und hat in 6 Jahren nicht eine Mietanpassung mit diesem Mieter gemacht. Das heißt, der Mietvertrag, den wir natürlich mit übernommen haben, hat auf die Zeit datiert, als der Verkäufer, der damalige Käufer, das Haus gekauft hat. Das heißt, der hat den einfach mit diesem Mietvertrag mitgenommen. 6 Jahre keine Mietanpassung. Schwierig, oder? Wieso bleibt die Miete über so einen Zeitraum konstant? Versicherungskosten steigen, Steuern steigen, das Haus muss instand gehalten werden. Was war denn da los? Vollkommen richtig, da ist was faul gewesen, aber wie gesagt, wir müssen diesem schwierigen Mieter danken, weil er ist der Grund, warum der Verkäufer so verzweifelt war und keine Lust mehr hatte und den Deal am Ende einfach nur noch wollte, egal zu welchem Preis, er wollte das Haus loshaben. Da helfen wir doch gern, oder? So viel zur Hintergrundstory Bloody Mary. Aber alle Videos zu Bloody Mary habe ich dir zu einer Playlist zusammengestellt. Die kannst du binge-watchen. Auch den Link findest du jetzt hier oben, aber auch in der Beschreibung unter dem Video. Einfach mal anschauen. Die ganze Story von Anfang an. Es lohnt sich. Belogen und beklaut. Also, wie gesagt, es sind 2 Wohnungen in diesem Haus. Jede Wohnung ist in diesem Fall separiert. Wasser ist separat, also eigene Wasseruhr, das ist hier selten. Eigene Stromzähler, das ist nicht so selten. Und Gasanschluss ist auch separat. Also alle 3 Anschlüsse sind separiert und können jedem Apartment einzeln zugewiesen werden. Nun, es ist ein Zwei-Familienhaus. Das heißt, alles ist 2-mal da. Eine Wohnung ist bewohnt und die andere nicht. Aber interessanterweise kommt neben den Grundgebühren, also für Gas, Wasser, Elektrik gibt es auch natürlich eine Grundgebühr, kamen hier auch Verbräuche hinzu. Das heißt, die Wohnung, wo der Eigentümer vorher gewohnt haben will, aber jetzt gerade leer stand, die hatte Verbräuche. Interessant, oder? Kühlschrank war rausgezogen, Gasherd war aus, Wasser läuft nicht. Also woher kommen dann Verbräuche?
Das heißt, wir sind vor Ort gegangen und haben uns das Ganze einfach mal angeschaut, was da so tagsüber läuft, was nachts läuft, je nachdem, immer zu unterschiedlichen Zeiten mal geschaut. Und siehe da, Waschmaschine und gasbetriebener Trockner stehen im Keller. Das heißt, jedes Apartment hat eine separierte Waschmaschine, einen separierten Trockner, gasbetriebene Trockner und Strom und Wasser für die Waschmaschine, ganz klar. Jetzt ist aber die Waschmaschine und der Gasanschluss von der oberen Wohnung zugewiesen, aber von der unteren Wohnung, der war auf. Das heißt, der Mieter hat die ganze Zeit auf die Rechnung des ehemaligen Vermieters seine Wäsche gewaschen, beziehungsweise seine Freunde, wer auch immer da war, war mal da und hat die Wäsche gewaschen, schön auf Kosten des Eigentümers. Seine Waschmaschine ging nicht oder war kaputt oder was auch immer, er hat sie nicht benutzt, er hat die vom anderen Apartment benutzt. Wow, so kann man seine Kosten auch reduzieren. Daraufhin angesprochen, wusste der Mieter natürlich von gar nichts und hat gemeint, nein, das macht er nicht, sowas tut er nicht, er hat seine eigenen Sachen da unten, er benutzt nichts von anderen. Ja, da haben wir gedacht, okay, dann ist es so, dann drehen wir einfach mal das Wasser ab und drehen eben auch das Gas ab für diese Wohnung, beziehungsweise für die Waschmaschinen und schauen mal, was passiert. Beim nächsten Besuch vor Ort, also ein paar Tage später, siehe da, alles wieder aufgedreht, alles in Benutzung. Der nutzt es einfach weiter. Aber auch hier hätten wir ihn jetzt natürlich ansprechen können oder konfrontieren können. Wir haben es probiert, aber naja, in seinem Zustand war da nicht viel zu machen. Also, das Licht ist an, aber es ist keiner zu Hause. Oh ja, wir reden hier aber nicht von pflanzlichen Wirkstoffen, sondern wir reden hier von Schlimmerem. Pflanzliche Wirkstoffe knipsen das Gehirn nicht derart aus, wie das bei ihm immer der Fall war. Aus dem Grund heißt der Mieter auch im Folgenden nur noch Spoonie, damit du weißt, wovon ich rede. Spoonie. Beschimpft und bedroht. Der Mieter hatte einen Mietvertrag, wie schon eingangs erwähnt, der vor 6 Jahren, 7 Jahre vorher geschlossen wurde und befristet war. Befristet heißt, er war ein Jahr lang befristet und danach wurde automatisch zu einer Monats-zu-Monats-Lease, also Month-to-Month-Lease, Monats-zu-Monats-kündbar umgewandelt. Das heißt, der Mieter war auf eine Monatsfrist und hätte jederzeit selbst kündigen können oder auch von uns gekündigt werden. Ist aber nicht in unserem Interesse. Wir sind ja darauf aus, die Miete langfristig zu halten und auch in den Wohnungen zu belassen, wenn es geht. Aus dem Grund boten wir ihm auch einen neuen Mietvertrag an. Ein Grund ist eben die Kündigungsfrist. Wir sind daran interessiert, langfristige Mietverhältnisse zu haben. Das ist gut für die Mieter, das ist gut für uns. Wenig Turnover, das ist gut fürs Geschäft. Zweitens erwarten wir von den Mietern eine Hausratsversicherung. Das ist hier nicht so üblich. Das heißt, dass nicht jeder Mieter also eine sogenannte Renters Insurance hat. Wir erwarten das, unsere Investoren erwarten das. Also wir setzen das voraus und wir möchten von den Mietern so eine Versicherung haben. Aus dem Grund haben wir den bestehenden Mietvertrag fristgerecht plus noch ein bisschen Karenzzeit gekündigt und ihm auch gleichzeitig neue Optionen hingelegt, die er unterschreiben kann. Natürlich mit einer angepassten Miete und natürlich auch mit einer festen Laufzeit, die beiden Seiten Sicherheit gibt und auch mit der Pflicht, so eine Versicherung abzuschließen. Parallel dazu musste natürlich sein Mietvertrag fristgerecht gekündigt werden und die Kündigung ihm auch zugestellt werden. Und hier kommt das erste Problem. Der Mieter reagierte auf nichts mehr. Er machte die Tür nicht auf, hat auf nichts reagiert. Telefonnummer hat er uns nie gegeben. Unsere Kontaktinformation hatte er, hat aber nie angerufen. Also, wie kündigt man dann? Wenn wir nicht kündigen können und mit ihm nicht kommunizieren können, gilt eben noch weiterhin sein alter Mietvertrag. Sein alter Mietvertrag besagt, wenn er 5 Tage zu spät bezahlt, ist nichts passiert. Wenn er am 6. Tag zu spät bezahlt, dann gibt es eine Mahngebühr oder einen Verzugszins von $100. Das heißt, vom 1. bis zum 5. des Monats hat der Mieter Zeit, seine Miete zu bezahlen, ohne dass es irgendeine Nachforderung vom Vermieter gibt. Ab Tag 5, also Tag 6 sozusagen, da gelten dann $100 Verspätungsgebühr, Mahngebühr, je nachdem. Und die fallen dann eben mit an. Steht in seinem alten Mietvertrag, hat er damals so unterschrieben. Ja, er hat nicht reagiert, er hat nicht aufgemacht und er hat natürlich auch die ersten 5 Tage keine Miete bezahlt und am 6. Tag, da fiel es dann mir zu, auch mal vor Ort zu gehen und dem Mieter, ja, die Sachen zuzustellen. Die Idee war, zu klopfen, wenn er nicht aufmacht, einen Zettel zu posten. Aber in diesem Fall, geklopft, geklingelt, er hat aufgemacht. Dann habe ich ihm natürlich seinen Zettel gegeben, wo drin steht, hey, du bist zu spät, das ist deine Mahngebühr, zahl das oder wir müssen einen Eviction-Prozess mit dir starten, also einen Räumungsprozess. Nochmal, am Tag 6 wird er informiert, dass eine Eviction starten könnte, wenn er jetzt nicht bezahlt, das ist der ganz normale Prozess hier. You pay, you stay. Am 6. Tag hat er die Tür geöffnet, aber wieder völlig zugedröhnt. Da habe ich ihm dann natürlich auch seinen Zettel gegeben und das hat er aber noch mitbekommen, was dieser Zettel aussagt, nämlich, dass er jetzt $100 extra bezahlen muss, zusätzlich zu seiner übrigens viel zu geringen Miete. Ja, er war nicht begeistert, er hat den Zettel genommen, knallt mir die Tür zu, macht drin irgendwas, wut, schnaubend, schreiend, was auch immer, kommt wieder raus.
Ja, und hat einen Scheck dabei, den er gerade ausgefüllt hat. Die Handschrift war sehr spannend, aber der Scheck war gültig. Diesen Scheck hat er genommen und mir an den Kopf geworfen und meinte so: You mother piece of get out of my house. In dem Moment war er durch, er war aufgeregt und für mich war es best, in diesem Fall einfach das Feld zu räumen, das Haus wirklich zu verlassen. Halt, bevor es weitergeht, Like da lassen, Kanal abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast und mir in die Kommentare schreiben, was dir besonders gefallen hat. Weiter geht's. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht wusste, er hat noch eine 10-jährige Tochter, die mit bei ihm wohnt. Also er ist drogenabhängig, alleinerziehend und seine 10-jährige Tochter wohnt mit bei ihm, also die ist ihm gerichtlich zugesprochen. Was ich auch nicht wusste, er hat mehrere Strafverfahren und Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegen die Nachbarn. Also die Nachbarschaft war arg zerstritten da und die haben sich auch gegenseitig angegangen. Genau solche Sachen wusste ich nicht. Auch noch ein paar andere Sachen, die zu ihm jetzt im Video noch geklärt werden, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Andernfalls wäre ich da weder alleine noch unbewaffnet jemals hingegangen. Wir mussten natürlich die notwendigen Reparaturen, die der vorhergehende Eigentümer nicht gemacht hat, jetzt nachholen. Aber das ist natürlich in dieser Situation recht schwierig mit einem Mieter, der aggressiv ist, der die Mitarbeiter bedroht, die Handwerker angeht. Ja, da repariert man eigentlich nur das Nötigste, was gemacht werden muss, was wirklich notwendig war. Da waren die Mitarbeiter da, ich war auch öfter mal da und ja, da gab es eine neue Zusammenkunft mit ihm. Er in, ja, wie man sich's vorstellt, in Shorts, der Bauch hing raus und einem Bademantel. Also so wirklich der, ich würde sagen, der leichte Bieranzug. Ja, und da stand er im Haus und da gab es eine kleine Zusammenkunft. Und hier hörst du jetzt einen Ausschnitt aus dieser Zusammenkunft. When a man with a single parent, with a kid and a dog, and you're giving me a month. You are stealing electricity. I am not stealing. You are stealing gas. You are stealing water. Dann kam noch seine 10-jährige Tochter hinzu. Let the judge decide, let the police Look, decide. Look, this is the stone cold piece of shit. This is the stone cold piece of shit that kicks us out. Yeah? Yeah, stone cold. I'm asking for 1 week, take the security deposit, I'm out of your fucking life because I want to be out of yours. Is he always talking like this? So what is wrong with you? Because there is look a kid, at the way please. You're acting. There is a kid. Please look behave. Look at the way I'm behaving. You're not behaving. You're acting like a fucking lunatic. You are shouting at me. There is a kid here. You are cursing. My, yes, with my daughter here. Und seine Aussage war dann. Shout it's gonna be more. Oh my God, I'm gonna break his fucking mouth. Here we go. Und das sagte er dann vor seiner Tochter im Treppenhaus. Wait. Also ich gehe hoch und hole meine Knarre. Das ist die Übersetzung für diese Aussage. Warum habe ich jetzt eine Aufnahme von dieser Zusammenkunft? Das ist ganz einfach, weil jeder Besuch der Handwerker und mir oder der Kollegen, da haben wir immer die Kamera mitlaufen lassen. Das ist ganz einfach, um später Rechtssicherheit zu haben. Falls die Situation eskaliert, hat man wenigstens noch ein Video davon. In dem Moment war für mich die oberste Devise Deeskalation. Das heißt, ich habe das Feld geräumt, habe ihm Raum gegeben, damit er sich beruhigen kann und die Sache nicht weiter eskaliert. Ich hätte auch ganz einfach die Cops rufen können, also die Polizeistation ist ein paar Straßen weiter. Die wären innerhalb von Minuten da gewesen. Was wäre passiert? Cops treffen ihn an, vielleicht mit einer Knarre in der Hand, vielleicht auch nicht. Die Nummer geht schief, die Sache eskaliert. 10-jährige Tochter im Haus, n-n. Also Deeskalation. Kommen wir zur Zwangsräumung. Also die ganze Nummer endete damit, dass er weder einen neuen Mietvertrag unterschrieb, noch irgendwie akzeptierte und sein Alter eben fristgerecht gekündigt war. Er aber zum Auszugstermin mehrfach angekündigt, auch nicht auszog, weil er findet nichts, bla bla bla. I can't move. I have a dog and a child. I cannot move. That's an interesting order. First the dog and then the child. Das war die Situation. Parallel dazu haben wir dann natürlich den Räumungsprozess gerichtlich gestartet. Dann gab es den Anhörungstermin vorm Richter. Spoonie kommt mit seiner Spoonie-Freundin und beide, naja, völlig zugedröhnt. Nichtsdestotrotz, der Richterspruch war eindeutig, vor dem Richter war klar, er wird ausziehen, Punkt. Und das wurde ihm jetzt nun auch, ja, klar. Also er musste jetzt irgendwann mal anfangen, was zu suchen und was zu finden. Er hat sich sehr, sehr lange dafür Zeit gelassen und dann wird es natürlich jetzt heikler für ihn. Die ganze Situation wurde zum Pulverfass. So langsam wurde auch klar, dass in diesem Haus irgendwas nicht stimmte. Die Storys stimmten nicht, die Polizei auf Nachfrage sagte auch nicht, was mit diesem Haus los ist. Da haben wir explizit gefragt, ob denen irgendwas bekannt ist. Und im Nachgang stellt sich raus, denen war viel bekannt zu diesem Haus. Die durften es uns aber nicht sagen, weil Diskriminierung, was auch immer. Sie hatten Angst davor, dass es irgendwelche Retaliation, also irgendwelche Anklagen von ihm gibt oder wem auch immer. Deswegen sagt die Polizei, nein, uns ist nichts bekannt. That's it.
Das wurde aber jetzt bekannt. Und ja, nachdem die Situation ein bisschen aufgeladen war und wir nun schauen mussten, dass das Haus auch in Sicherheit ist, beziehungsweise die Nachbarschaft, haben wir uns entschlossen, Überwachungskameras zu installieren. Als Hauseigentümer darf man in einem Haus öffentliche Bereiche ganz klar überwachen. Das ist der Hausflur, Eingangstür, Parkplätze, you name it. Also alles, was öffentlich ist und kein Private Space ist, darf vom Hauseigentümer überwacht werden. Und das haben wir dann auch gemacht. Die Bauarbeiten, die waren soweit durch. Das heißt, Dach wurde renoviert, alles Mögliche. Die wichtigen Sachen waren durch. Wir mussten jetzt nicht mehr hin. Wir wollten auch keinen der Crew irgendwie gefährden, dass die da vor Ort gehen müssen. Der Einzige, der dann vor Ort geht, war ich, beziehungsweise mit einem Backup, je nachdem. Das war das Einzige. Keiner der Leute war mehr da, nur noch ich installiere die Kameras, aus die Maus. Das eigentliche Ziel der Kameras war erstens Schaden zu vermeiden und zweitens mitzukriegen, ob er jetzt wirklich dem Gerichtsurteil folgt und auch freiwillig auszieht. Weil wenn er uns nicht sagt, dass er auszieht, das Haus einen Monat leer steht, er vielleicht die Türen offen gelassen hat, was auch immer, kann es sein, dass jemand Neues einzieht oder das Haus besetzt. Und das wollten wir verhindern, deswegen wollten wir mitkriegen, wann ist er weg. Und das sehen wir am besten mit einer Kamera, die den Eingangsbereich filmt. Aber er zog nicht aus. Er ließ die Sache weiter eskalieren. Er ließ alle Fristen verstreichen, zahlte gar nichts und trug damit letztendlich zur Eskalation bei. Und das mit einer 10-jährigen Tochter im Haus. Unglaublich. Was aber unsere Kameras nun aufzeichneten, war nicht, dass er auszog, ganz klar. Tat er nicht. Aber es war ein reges Kommen und Gehen von zwielichtigen Gestalten. Die kamen abends immer mal für 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, kamen, klingelten, klopften und gingen einfach wieder. Viele Leute in kurzen Abständen. Der muss viele Freunde gehabt haben, die kurz mal vorbeikommen, oder? Aber weder Spoonie noch seine Kundschaft registrierten die Kameras. Also die waren jetzt nicht irgendwie versteckt angebracht oder sowas, sondern die waren wirklich deutlich sichtbar. Aber ja, die waren es halt gewöhnt, über Jahre da quasi ihren Rhythmus zu haben, ihren Einkaufsrhythmus oder was auch immer, wie man es nennen möchte, und haben die Kameras gar nicht registriert. Eine Zeit lang. Aber irgendwann hat die 10-jährige Tochter die Kameras registriert und hat sie ja als Kameras identifiziert. Und genau ab diesem Zeitpunkt gab es wirklich witzige Videos von Leuten, die rückwärts rankamen ans Haus, also dass man das Gesicht nicht sehen kann, die versucht haben, sich bei einer Weitwinkelobjektivkamera am Haus entlang zu schleichen. Hoodies, also diese Kapuzenteile, bis ins Gesicht gezogen, dass es nur noch quasi die Augen rausgucken mit Sonnenbrille. Also wirklich solche Szenen haben sich da abgespielt. Die wussten, das Haus wird jetzt überwacht oder es gibt Kameras und sie wollten nicht erkannt werden. Ja, hat auch seine Gründe, ne? Aber ab diesem Zeitpunkt gab es keine weiteren Zusammenstöße mehr. Also weder ich musste hin, von der Crew musste keiner hin, wir hatten keine Notfälle oder sonst irgendwas. Wir haben jetzt einfach die Fristen verstreichen lassen und abgewartet, weil irgendwann kommen natürlich der Sheriff und der gerichtliche Räumungstermin. Und deswegen, wir haben es nicht weiter provoziert, eskaliert. Kameras waren da, haben alles aufgezeichnet. Sehr groteske Bilder übrigens. Aber wir mussten es nicht weiter eskalieren lassen und haben dann einfach der Sache ihren Lauf gelassen. Bis zum Tag der Räumung. Am Vorabend des Räumungstermines, der am Haus angeschlagen war und den wir natürlich auch mitbekommen haben, da hat er sich einen sogenannten U-Haul ausgeliehen. Also ein U-Haul ist so ein Umzugstruck, so ein ganz großer eckiger Kastenwagen, und der stand halt offen mit der Heckklappe zur Haustür, also mit der Kamera, dass die richtig reingucken konnte sozusagen, stand er da vor der Tür am Vorabend des Auszugs. Er und seine Kumpels haben ein bisschen was in diesen U-Haul reingeräumt, aber eigentlich war der faktisch leer. Ja, und dann Tag der Räumung sind sie damit in den Sonnenuntergang geritten, kurz bevor der Sheriff erschien. Der Truck war leer, die Wohnung war eben noch voll, und ja, wir sind dann halt direkt nach seinem Auszug und der Schlüsselübergabe in die Wohnung rein. Der Kaffee stand noch da, frisch gekocht, also der war gerade noch frisch, also wie du hier siehst, you only live once. Am Tag der Zwangsräumung, wie gesagt, ist er mit seinen Kumpels und dem leeren U-Haul in den Sonnenuntergang geritten. Und wir haben Bestandsaufnahme in der Wohnung umgemacht. Wie sieht's da aus? Was ist da zu renovieren? Was sind die Probleme? Und dann ja, klopft es gerade richtig laut unten an der Tür. Also ich war noch mit einem Partner da und wir waren beide ziemlich erschrocken und dachten, jetzt geht die Runde weiter. War aber alles in Ordnung. Ich habe die Tür aufgemacht und da stehen dann zwei Nachbarn und beide schütteln mir jeder für 3 Minuten mindestens die Hand und bedanken sich, dass ich die Nachbarschaft jetzt faktisch damit aufgewertet habe, ihre Kinder jetzt wieder draußen spielen dürfen und so weiter. Also der Typ hat die Nachbarschaft terrorisiert und nach seiner Zwangsräumung, ich hätte jetzt gedacht, gab es Stress mit den Nachbarn, aber nein, die kommen rüber und bedanken sich. Was muss der da für einen Eindruck gemacht haben, beziehungsweise wie muss der in dieser Nachbarschaft gewütet haben? Was uns die Nachbarn in dem Moment berichteten, ja, das ließ uns ein bisschen schaudern, aber wir haben es halt vorher auch nicht gewusst. Der Eigentümer hat es uns nicht gesagt, die Maklerin hat es uns nicht gesagt, auch die Polizei hat es uns nicht gesagt. Und zwar muss wohl ein paar Tage vor dem Closing, also bevor wir das Haus gekauft haben, Spoonie, ja,
ein paar Wettbewerber gehabt haben, Wettbewerber im Sinne von Konkurrenz, die auch Sachen verkauft. Und zwar haben die ihn des Nachts besucht. Also die waren maskiert, haben die Haustür und die Wohnungstür eingetreten und haben quasi entweder, also ich weiß nicht, ob sie ihn gefunden haben oder nicht, das hat die Polizei nicht gesagt, aber sie wussten von einem Vorfall in diesem Haus. Also mit anderen Worten, gut, dass er weg war, gut, dass er nicht mehr unser Problem ist. Die Nachbarschaft hat sich gefreut, die Kinder konnten wieder draußen spielen und er ist jetzt ein Problem von jemand anderem. Er schuldet uns noch Geld, aber sei es drum. Das Haus macht's wieder wett. Ja, und was hat das jetzt mit Breaking Bad zu tun? Der hat nur gedealt, der war ein kleiner Dealer. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das korrekt. Der Spoonie hat uns beim Auszug, nennen wir es mal Auszug, seine neue Adresse nicht verraten. Die Adresse, wo er mit seinem leeren U-Haul hingefahren ist, wir wissen es nicht. Wir haben natürlich noch ein paar finanzielle Forderungen, also Mietausfall, Gerichtskosten, Reparaturen und so weiter und so fort. Vollkommen egal, wenn wir die Adresse von ihm nicht haben, können wir natürlich auch die Forderungen nicht stellen. Nun, das mit der Adresse hat sich jetzt erübrigt. Wir haben jetzt seine Adresse. Zum Glück sind Gerichtsakten hier in den USA öffentlich einsehbar. Also du kannst sie online anschauen, wenn du weißt, wo du googeln musst oder wie du sie findest. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Und da stellt sich raus, Spoonie hat ein bisschen mehr als Parktickets und rote Ampel überfahren. Nein, die Story hier, die liest sich, wie gesagt, wie ein schlechtes Drehbuch. Also Breaking Bad im kleinen Stil. Das sind die elektronischen Gerichtsakten, also so eine Docket Number nennt sich das hier. So ein Docket sind die Unterlagen dazu. Die Docket Number habe ich mal ausgeschwärzt und natürlich auch den Namen vom Defendant hier, also vom Angeklagten sozusagen. Das ganze Set, also dieses Docket hier, umfasst mehrere Seiten. Also sind ein paar Details drin, die hier in dem Fall jetzt mal nicht relevant sind. Zum Beispiel, wann die Verhandlungen sind und so weiter und so fort. Wer der Richter ist, wer die Kaution gestellt hat und so weiter. Aber das lassen wir mal raus. Die spannenden Sachen stehen auf dieser Seite hier. Also wir sehen Bail Action. Das Ganze hat eine Bail. Also der Angeklagte, in diesem Fall Spoonie, hat eine Kaution gestellt bekommen, also 75.000 musste er bringen, beziehungsweise hier, das ist eine vom Richter festzulegende Zahl, 10%, 7.500 also, irgendjemand hat sie ihm gestellt. Dann wurde er aber abgeholt. Warum wurde er eigentlich überhaupt angeklagt? Das ist der wirklich spannende Part. Hier sehen wir die Charges. Also bei den Charges hier sehen wir Manufacture, Delivery oder Besitz. Manufacture, Delivery oder Besitz. Also er hat hier eine breite Bandbreite von Drogen bzw. Utensilien zum Produzieren und Kochen, was auch immer, dabei gehabt. Dann hat er hier noch die Possession of Controlled Substances als nicht registrierter Junkie. Hier unten nochmal, also man kann einen Teil dabei haben, wenn man hier registriert ist und so eine Art Darfschein dafür hat. Und dann hat er auch nochmal drei Counts, also dreimal dieselbe Anklage wegen Use oder Possession. Also entweder hat er eine große Menge dabei gehabt oder einfach ein breites Angebotsportfolio, je nachdem, wie man es nimmt. Und dann hat er hier noch Disorderly Conduct, weil er eben gefährliche Materialien durch die Gegend gefahren hat. Also die Details da in diesem Fall sind auf jeden Fall spannend. Es gibt unterschiedliche Schweregrade von so Anklagen. Also das eine ist ein Misdemeanor, was eher so kleinere Sachen sind. Das ist hier quasi ein M. M3 ist auch schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, da könnte man mit Probation, also mit auf Bewährung rauskommen. Womit man nicht in Bewährung rauskommt, ist erstens die Anzahl dieser Vergehen hier. Und wenn ein Felony dabei ist. Also das hier sind die krassen Sachen. Das hier ist Breaking Bad im kleinen Stil. Also er hat hier schon eine Menge dabei gehabt, verschiedene Utensilien, was auch immer. Und hier sehen wir auch, wo seine aktuelle Adresse ist, nämlich in der Incarceration. Also er sitzt im Knast in dem County Jail. Das ist das Untersuchungsgefängnis. Also Prison ist das wirkliche Gefängnis und Jail ist die Untersuchungshaft. Also das kriegt man hier online mit. Man kann jetzt nachgucken, dieser Spoonie hat folgende Straftaten und der Fall läuft noch. Also das läuft jetzt hier seit Ende Mai. Mitte April wurde er bei uns im Haus ausgezogen und Ende Mai wurde er hier aufgegriffen. Der Fall läuft noch, Kaution wurde gestellt, aber er wurde wieder eingefangen bzw. hat sich wieder zu melden gehabt und musste dann zu den Gerichtsterminen in Häftlingsuniform erscheinen. Also ich gehe da selber nicht hin, das ist nicht mehr mein Thema, aber hier ist auf jeden Fall klar, dass die Nummer auch für uns hätte sehr, sehr schief gehen können. Seine Verhandlung läuft. Das ist gut, er ist von der Straße. Was das Ganze tragisch macht, ist, er hat ja noch eine 10-jährige Tochter gehabt, für die er das Sorgerecht hatte.
Was auch doppelt tragisch ist, in Pennsylvania kriegen die Väter in den seltensten Fällen das Sorgerecht. Es sei denn, die Mutter muss noch schlimmer gewesen sein als er. Und das macht es dreimal tragisch für das Kind. Aber hey, that's what it is. Kommen wir zum Fazit. Hier muss ich sagen, zum Glück ist uns diese gesamte Story nicht vorneweg bekannt gewesen und zum Glück ist die ganze Eskalation erst passiert, als er schon ausgezogen ist. Und mit Eskalation meine ich, dass die Polizei ihn aufgegriffen hat und mitgenommen hat. Im Haus wäre das Ganze für uns nochmal schwieriger geworden, für das Kind, davon rede ich gar nicht, das ist 10-mal tragisch. Aber zum Glück hat er im Haus nicht gekocht, also in diesem Haus hat er keine Drogen zusammengerührt, soweit nachweisbar. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten wir das ganze Haus komplett renovieren müssen. Und es gibt auch Fälle, wo die Gemeinde solche Häuser dann als unbewohnbar erklärt. Das heißt, das Zeug ist in die Wände eingesogen und du kannst es gar nicht mehr renovieren oder restaurieren. Du kannst es nicht rausreißen, neu machen. Wenn die Struktur hin ist und vollgesogen ist mit irgendwelchen Chemikalien, die der da verbaut hat, dann ist das Haus hin. Das heißt, der Worst Case wäre gewesen, das ganze Haus muss abgerissen werden, nicht bewohnbar erklärt oder was auch immer. Also sag ja im Endeffekt, zum Glück war die Eskalation später und woanders und er hat im Haus nichts gekocht. Was ist die Lessons learned? Also was ist die Lektion, die wir aus dieser Story gelernt haben? Hätten wir besser hinschauen müssen? Ja, vielleicht. War die Sache gefährlich? Im Nachgang betrachtet auf jeden Fall. Dieser Fall mit Spoonie ist tragisch, aber zum Glück auch die Ausnahme. Ja, es gibt Zwangsräumungen. Ja, es gibt natürlich diesen Eviction-Prozess und die Gerichtsverfahren dazu. Das gehört einfach zum Immobiliengeschäft hier in den USA mit dazu. Da ist nicht die Frage, ob ein Eviction-Fall einen trifft als Vermieter, sondern da ist nur die Frage, wann. Das ist reine Statistik. Das passiert. Inzwischen ist das Haus hervorragend renoviert, also kernsaniert sozusagen, neues Dach drin draußen, recht viel neu gemacht. Es ist neu vermietet an zwei super Familien, oben wohnt eine Familie, unten wohnt eine Familie, beide super glücklich. Für uns als Investoren hat sich Bloody Mary dennoch gelohnt. Alle Zahlen, alle Renovierungskosten, das gesamte Fazit zu Bloody Mary ist ein separates Video. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.